Die Bocksaga. Eine Einführung. Erzähler Michel Merle und Kevin Woods. Aufgeschrieben von Karl Borgen, gelesen von Andreas Köhler. Saga. Sa ist gleich empfangen, ga ist gleich geben. Ein Jahr in der Paradieszeit. Wir haben bisher das ungeheure Ausmaß der Abläufe innerhalb des heidnischen Fortpflanzungssystems während der Paradieszeit nur gestreift. Wenden wir uns diesem System erneut zu, indem wir dem Kalenderjahr und dem Almanach folgen. Der Almanach, in der Wahnsprache Alman Akka, wird von der Sonne bestimmt und der Kalender vom Mond. Die Fortpflanzung war der Sonne zugeordnet und somit war die exakte Jahreszeit von entscheidender Bedeutung. Abgesehen davon, dass die Sonne der Zeitmessung diente, ist sie auch der Lebensspender des Planeten und somit das Symbol für Fruchtbarkeit. In der Saga wird die Sonne auf der Erde durch Lemminkäinen repräsentiert, der Spitze des Fortpflanzungssystems und der Allvater aller Menschen gemeinsam mit Swan, der Allmutter. Alle Treelfrauen der fünften Kaste, die von den älteren Frauen ihrer Kaste als Mutter ausgewählt wurden, hatten in der Regel alle 2 Jahre ein Kind, falls sie dies wollten. Um ein Kind zu bekommen, musste eine Frau einen besonderen Traum am 13. Dezember haben. In diesem Traum erschien Lucia, symbolisch Swan, in einem weißen Kleid mit einem blauen Gürtel und trug eine Krone mit 7 Kerzen auf ihrem Kopf. Dieser Traum machte deutlich, dass diese besondere Frau im kommenden Jahr Mutter werden wollte. Sie ging dann zu den älteren Frauen ihrer Kaste, um ihnen von dem Traum zu erzählen. Falls sie kein Kind haben wollte, konnte sie immer erklären, dass sie den Traum nicht gehabt hätte. Alle Frauen, die am Lucia-Tag durch das Licht gingen, versammelten sich am 24. Dezember, dem Tag des Festivals oder Wahlfestes. In Ruth lässt sich die Bedeutung von Festival folgendermaßen aufbrechen. Fest ist gleich Fest, I ist gleich Penis und Wahl ist gleich Wählen. Übersetzt wäre es das Fest, an dem der Penis gewählt wird. Treelfrauen gingen somit zum Festival, um den Mann zu wählen, der sie schwängern sollte. Karlmänner standen nackt vor ihnen auf einem Podest in der Hoffnung, erwählt zu werden. Eine Statue des griechischen Gottes Pan mit einem erigierten Penis, der Flöte spielt und sich von seiner besten Seite zeigt, kommt einem hier in den Sinn. Wurde ein Mann ausgewählt, bedeutete dies nicht automatisch, dass er sich als Erzeuger für ein Kind mit einer Treelfrau qualifiziert hatte. Am 26. Dezember, 2 Tage nach dem Festival, mussten die ausgewählten Männer am Boxing-Tag, in Klammer Sing für den Bock, bestimmte Prüfungen bestehen, indem sie in verschiedenen Sportarten miteinander wetteiferten. Dies sollte garantieren, dass die Männer körperlich fit genug waren, um starke und gesunde Kinder zu zeugen. Bei einem dieser sportlichen Spiele ging es beispielsweise um einen waagerechten Holm, in Klammer Spar, der aus einer Kiefer geschnitten worden war und von 2 Männern gespreizt werden musste. Die Männer hatten Säcke mit Körnern an ihre Handgelenke gebunden und versuchten, sich gegenseitig vom Pol wegzuboxen. Dieses höchst amüsante Spiel wurde Sparring genannt. Ein weiteres Spiel basierte auf Gymnastik und hieß Bockhüpfen. Männer mussten dann über ein Bockmodell springen. Es gab viele solcher Prüfungen am Boxing Day und laut ihr Bock bestanden die meisten Männer sie. Doch einige konnten sich nicht qualifizieren. Treelfrauen und ihre gewählten Karlmänner kamen erst dann wieder am 24. Mai zusammen, am Heludenstag. Karlmänner und Treelfrauen verbrachten 1 Monat zusammen an einem romantischen und pittoresken Ort in der Natur. An jedem Tag dieses Monats bot der Mann seiner Dame seine Rose an, die sie in den Mund nahm und von ihm trank. Der Zweck dieses Rituals lag darin, ihren Körper mit seinem Sperma vertraut und eine Schwangerschaft wahrscheinlicher zu machen. Dieser Zeitraum war bekannt als der Honeymoon.
Hun, I, Mun. Hun bedeutet Frau, I bedeutet Penis mit dem Spermapunkt, Mun bedeutet Mund oder Mond. Einen Monat später, am 24. Juni, Johannustag, Juha bedeutet du hast, Nuss bedeutet Geschlechtsverkehr, entfachten alle Karla ein Freudenfeuer. Sie liefen um das Feuer mit brennenden Fackeln, sangen und tanzten. In der Zwischenzeit ging die Frau mit all dem Honig in ihrem Körper zu einer Eng, einer Wiese. Dort pflückte sie 7 unterschiedliche Wildblumen. Anschließend bereitete sie ein Bett mit den Blumen, um sich mit ihrem Pilou, mit ihrem Kissen hinzulegen. Dort wartete sie, bis ihr Auserwählter erschien. Nach dem Tanz um das Feuer eilte der Mann los, um seine Frau zu finden. Genau dann hatten sie Sex und mit einem Schuss wurde sie geschwängert. 9 Monate später, Ende März des folgenden Jahres, wurden alle Kinder in etwa zur gleichen Zeit geboren. Männer und Frauen lebten nicht zusammen als Paar, so wie wir es heute gewohnt sind. Frauen hatten ihre eigenen Quartiere, in denen jeden Frühling ein Babyboom stattfand. Sie halfen sich gegenseitig und hatten alle Zeit der Welt, sich um die Neugeborenen zu kümmern. Männer hatten ebenfalls ihre eigenen Quartiere. Väter gehörten einer anderen Kaste an als die Mütter. Sie lebten zwar nicht ständig am gleichen Platz, doch hatten sie eine weitere Verpflichtung zu erfüllen. Am Tag der Namensgebung für das Kind nach dem Almanach kehrte der Vater zurück, um das Baby zu taufen. Er gab ihm einen Löffel mit Sperma, der gleichen Substanz, mit der das Kind gezeugt worden war. Die Boxsager erklärt, dass dieser Brauch sicherstellen sollte, dass das Neugeborene als Heranwachsender weise werden sollte. Somit wurde ein Kind mit 2 Sperma-Offerings gezeugt. Die erste war das Wasser des Lebens, um die Mutter zu schwängern, und die zweite war das Wasser der Weisheit. Die Tradition begann direkt zu Beginn der Paradieszeit und wurde während des gesamten Heidentums fortgeführt. Innerhalb der Bockfamilie wurde die Tradition beibehalten, bis der letzte Bock, Ior genannt, auf diese Weise von seinem Vater getauft wurde. Die nobelsten Titel, Gubbe und Gumma. Die Titel für den Großvater und die Großmutter, Gubbenper und Gummanella, waren die beiden höchsten Titel innerhalb der Familie. Lemminkäinen und Swan hatten 12 Söhne und 7 Töchter, die alle einen Titel und eine Aufgabe im Fortpflanzungssystem innehatten. Sie konnten mehr Söhne und Töchter haben, doch diese hatten keine Titel oder Aufgaben. Wenn der 12. Sohn 27 Jahre alt wurde, übernahm er die Rolle seines Vaters. Er wählte dann ebenfalls die gesündeste und schönste Frau des Planeten als Swan. Sie konnte aus jeder Kaste der Warner stammen. In unserer modernen Zeit wäre sie Miss World. Sie hatten dann ebenfalls 12 Söhne und 7 Töchter und wenn ihr 12. Sohn 27 Jahre alt wurde, traten Lemminkäinen und Swan zurück. Von dem Moment an hatte Lemminkäinen auch keine Kinder mehr mit den Disor. Sein 12. Sohn übernahm die Aufgaben und der alte Lemminkäinen wurde Gubbe oder Gubbenper. Swan erhielt dann den Titel Gumma oder Gummanella in der Rutsprache. In der Wahnsprache sind ihre Namen Uko und Akka und sie galten als die nobelsten Menschen auf dem Planeten. Im Ruhestand konnten sie Udenmar verlassen und reisen. Für Lemminkäinen war dies das erste Mal in seinem Leben. Swan kam ursprünglich aus einer anderen Gegend, da sie die schönste Frau der Warner war, doch Lemminkäinen hatte Udenmar nie zuvor verlassen. Jetzt konnte er sich frei bewegen und seine Enkel, Urenkel und Ururenkel besuchen. Alle Angehörigen der Jarl-Kaste waren seine Enkel und die der Karl-Kaste waren seine Urenkel. Zur Trail-Kaste gehörten seine Ururenkel. Er reiste in der Osterzeit, um verschiedene Orte zu besuchen und Menschen zu treffen, die er nie zuvor gesehen hatte. Er reiste inkognito, um Sonderbehandlungen zu vermeiden, die der Allvater des Planeten sicherlich erhalten hätte. Der Sprung vom Ettestupa. Ettestupa ist ein Felsen mit einer Böschung und einem steilen Abhang.
Dieser besondere Ätte-Stupa liegt 23 Kilometer östlich von Hel, direkt hinter einem Strand namens Gumbo-Strand. Er diente als Schauplatz für die letzte Zeremonie, an der Gumanella teilnahm. Als Gumanella älter wurde, kam der Tag, an dem sie nicht länger mit der gleichen Leichtigkeit laufen konnte wie in jüngeren Jahren. So verwendete sie einen hölzernen Gehstock, um sich fortbewegen zu können. Die Nutzung eines solchen Gehstocks ist eines der Dinge, die uns von anderen Tieren unterscheidet. Wenn ein Tier nicht mehr laufen kann, sind seine Tage gezählt. Wir Menschen können unser Leben verlängern. Früher oder später fiel ihr das Laufen dennoch zu schwer und sie wurde immer unsicherer. Dann entschied Gumanella, dass die Zeit schließlich gekommen sei, alle ihre Familienmitglieder und Freunde einzuladen und auch alle anderen, von denen sie sich endgültig verabschieden wollte. Sie gab ihr Wissen und ihre Weisheit weiter, verteilte Geschenke oder sie teilte ihre Gefühle und letzten Worte mit all denen, die ihr nahe standen. Nachdem dies geschehen war, wählte sie einen Tag aus, an dem sie sich versammelten und bei der bevorstehenden Zeremonie am Ätte-Stupa begleiteten. Tausende von Menschen aus dem Archipelago kamen mit Booten und ankerten vorm Gumbo-Strand, um der Zeremonie beizuwohnen. Freunde und Verwandte von Gumanella bildeten eine einzige Reihe hinter ihr und die zwei stärksten Männer verschränkten ihre Hände zu einem sogenannten goldenen Stuhl. Da alle Menschen nackt geboren werden und nackt sterben, waren alle Anwesenden ebenso nackt. Die Prozession schritt in einer Reihe zum Ätte-Stupa. Wenn die beiden starken Männer, die Gumanella trugen, die Böschung des Felsens erreichten, drehten sie sich zu der Menschengruppe um, die im Halbkreis vor ihnen stand. Gumanella nahm ihre Lieben ein letztes Mal in Augenschein. Neben Ätte-Stupa befindet sich eine Sonnenuhr aus Stein. Zeigte der Schatten der Sonne an, dass der richtige Zeitpunkt gekommen war, gingen die beiden Männer mit Gumanella rückwärts den Hang der Böschung hoch, während alle zuschauten. Sie setzten Gumanella ab und gaben ihr einen Gehstock. An diesem Punkt war es sehr wichtig, dass sie mit ihrem Stock noch stehen konnte. War ihr das nicht mehr möglich, bedeutete dies, dass sie die Zeremonie zu lange aufgeschoben hatte. Dies war jedoch selten der Fall. Die beiden Männer kehrten zu der Gruppe vor der Böschung zurück. Dann hob Gumanella den Stock hoch und richtete ihn auf Uden, die Sonne. Alle schauten Uden an und wurden von ihrem Licht geblendet. Wandten sie ihren Blick wieder zurück, war sie fort. Gumanella hatte sich selbst rückwärts vom Ätte-Stupa fallen lassen. In Klammern Ät ist gleich Familie, E ist gleich Eiche, Stupa ist gleich Fallen. Zwei Männer prüften, ob sie tatsächlich durch den Sturz tot war. Falls nicht, gaben sie ihr den Gnadenstoß mit einer Keule, Ätte Klubba genannt. In der Paradieszeit sind Menschen gestorben, indem sie sich hinabstürzten. Esche, Asktredet, Yggdrasil. Obwohl der Geist auf den Flügeln des letzten Atemzugs fortfliegt, bleibt nach heidnischem Glauben die Seele im Körper. Die bei der Zeremonie anwesenden Freunde und Familienmitglieder hoben den nackten Körper von Gumanella auf eine Bahre und trugen sie nach Sibo Berget, neben dem Ätte-Stupa, wo Vorbereitungen für die Verbrennung getroffen worden waren. Sie legten ihren Körper auf den Haufen, zündeten ihn an, um ihre Asche zu erhalten. Alle Menschen in den Booten außerhalb von Gumbo-Strand sahen den Rauch, der nach oben stieg. Die Asche enthielt ihre Seele und wurde in einen Ochspung geschüttet, ein Beutel aus dem Hodensack eines Ochsen, und in den Westen von Udenmar gebracht. Dort stand ein großer, in den Himmel ragender Familienbaum. Es war eine Esche, in Englisch Aschenbaum, Ash Tree, die bis vor kurzem noch immer in der Nähe von Snapatuna stand. Am Fuße der Esche wurde ein kleines Loch gegraben, um die Asche von Gumanella zu begraben. Kam die Asche in Kontakt mit der Erde, vermischte sie sich mit der Feuchtigkeit und die Wurzeln der Esche sogen die Seele aus der Asche ein. Die Seele von Gumanella gelangte so in den Saaf, in den Saft des Familienbaumes. Der Saaf zog in den Stamm der Esche, die Äste hoch bis hin zu den Zweigen und Blättern. Wenn Sulen Strahler, die Sonnenstrahlen,
am frühen Morgen die Blätter der Esche durchdrangen, verließ die Seele die Blätter, indem sie in der Atmosphäre verdunstete. Die Zentrifugalkraft spielt ebenso eine wichtige Rolle bei diesem Übergang. Cent ist gleich Zentrum oder Senden. Ri ist gleich immer und immer wieder. Fug ist gleich Zusammenfügen und Verbinden. Al ist gleich alles. Die Bedeutung von zentrifugal ist rückwärts zu lesen. Alles verbindet sich wieder auf dem Weg zum Zentrum. Diese Fylgion oder Seelenkraft fand ihren Weg durch die Zentrifugalkraft zurück zum Nordpol, wo Lemminkainen lebte. Dort in Valhalla atmete er das R, in Englisch Air ist gleich Luft oder in einer anderen Bedeutung Ra, ein, leitete es in sein Sperma und hielt so das Rad des Lebens in Gang. Diese Aufgabe war der Hauptgrund dafür, dass er Odenma nicht verlassen durfte, bevor der nächste Lemminkainen seine Aufgaben übernahm. Wenn die Seele durch die Luft zum Nordpol fliegt, ist sie weiblich. Im Niederländischen heißt der weiße Tau Witte Wieven, die weiße Frau. Diese Reise zum Nordpol wurde symbolisiert durch den Flug weißer Vögel oder Engel. In diesem Stadium nannte man die Reise der Seele Valkyrior. Asktredet in Snappertuna war der Ort in Udenma, an den die Asche aller Mitglieder der Pirouettes mit einem Titel gebracht wurde. Erstmals gepflanzt wurde der Baum von Frey und Freya. Als er alt wurde, entnahm man einen Setzling und pflanzte ihn zwischen die Wurzeln des alten Baums. Auf diese Weise überlebte er eine Ewigkeit. Dieser besondere Baum hieß Yggdrasil. In Van nannte man ihn Sarni Pu. Yggdrasil ist der Baum des Lebens in der Mitte des Paradieses. In der Boxsaga symbolisiert er alles Leben, das sich selbst erneuert. Es gibt das mythologische Bild der drei Nur-Nur oder Schwestern des Schicksals, die das Schicksal der menschlichen Rasse am Fuß von Yggdrasil spinnen. Können sie gut spinnen, verheißen sie auch dem Schicksal des Planeten und seinen Menschen Gutes. Neben Yggdrasil befindet sich der Brunnen der ewigen Jugend, von dem aus das Wasser über den Planeten fließt. Dieses Wasser wird Wasser des Lebens genannt. Der Brauch, die Asche der Toten nach Yggdrasil zu bringen, fand erst mit dem Tod der letzten Mitglieder der Bockfamilie ein Ende. Iors Mutter Rhea, ihr Bruder Raphael und ihre Schwester Rachel waren die letzten, deren Asche an der Esche in Snappertuna beerdigt wurde. Der Paradiesbaum Yggdrasil war der älteste Baum der Welt, als er 1993 von einem Gärtner des Kirchhofs gefällt wurde. Dieser Gärtner hatte etwas gegen die vielen Besucher, die durch die Boxsage von dem ruhigen Garten des Kirchhofes in Snappertuna angezogen wurden. Er entfernte auch die Wetterfahne vom Dach der Kirche, die 200 Jahre zuvor von der Bockfamilie geschenkt worden war, nachdem er darauf hingewiesen worden war, dass sie die Form eines Bocks oder Teufels hätte. Ein Steckling des ursprünglichen Yggdrasil wurde aus einem Rootsgut entfernt und von einem Freund Iors bewahrt. Er wächst derzeit gut heran. Einige andere Eschen, vermutlich Sprösslinge des ursprünglichen Baums, wachsen in der Nähe und dort wurde auch Iors Asche begraben. Alle anderen Menschen auf dem Planeten vergruben die Asche unter ihren eigenen Familienbäumen während der Paradieszeit. Dies waren Varianten der Eiche. Alfarnas-Bete. An dieser Stelle des Buches beginnt die Auflistung des Alphabets, des Alfarnas-Beten. Da die Boxsaga aber vor allem auf einem Tonsystem basiert und aus eben diesem Grunde auch nur mündlich überliefert wurde, ist die korrekte Aussprache der einzelnen Buchstaben von geradezu essentieller Bedeutung, wie mir Ananto, ein langjähriger Schüler Io Box, verdeutlichte. Aus diesem simplen Grunde pausiere ich meine Vorlesung hier und überlasse das richtige Aufsagen und die korrekte Aussprache der Buchstaben Io Bock persönlich. Danach setze ich den Text des Buches fort. A B C D E F G H I J
O L M N U B Q R S T U W X Y Z O Ä Ö Ö A B C D E F G H I J K L M N U P Q R S T U V X Y Z O Ä Ö Ö. A Aser B Borg C Skära D Di E Ek F Frö G Grund H Hell I I J Jarlar K Karlar L Lag M Måne N Nordstjärnan O Oden B Polen Q Kvadrat R Ra S Solen T Tor U Ursprung V Vader X Y Z O Ä Ö Ö E A E I O U I O Ä Ö Ö A E I I E A A E I I E A U U I I U U U U I I U U O Ä Ö Ö Ä O Ö A E I I E A U U I I U U O Ä Ö Ö A B B Ekensborg C Ekenskära D Ekensdi E Ek F Frösek G Ekensgrund H I J K L Lagens ek M Månens ek N Nordstjärnans ek O Oden B Ekens påle Q Ursprungets karar R Ra. S Solens ek T Ekens stor U V Ekens svaner X X Ek X Y Yggdrasil Yggdrasil
Yggdrasil, Y, Seta, 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 O, Ä, Ö, Ö, A, E, I, U, U, Ü, O, Ä, Ö, 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 A, 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 E, 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 I, 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 A, E, I, I, U, U, I, A, E, I, I, U, U, I, A, E, I, U, A, E, I, U, U, I, O, A, E, O. Auf das I und das A folgt in dem Alphabet das B mit der Bedeutung Burg, Heim. In Rut bedeutet das Wort B Fragen. Danach kommt Se, Schera. Schera bedeutet, du teilst das Ra. Dann kommt De, Die. Die bedeutet trinken, wie ein Baby trinkt oder saugt. Ek ist die Eiche. Die Eiche symbolisiert, dass jeder Mensch durch Sperma gezeugt wird. Außer den Mitgliedern der Pirouette-Familie mit einem Titel wurde die Asche der Verstorbenen an Eichen beigesetzt. Die Eichel oder Ullon in Rut steht für den oberen Teil des Penis. Wir alle werden aus einer Eichel geboren. Die Eiche mit ihren zahlreichen Ästen symbolisiert zudem die Familienlinien des Bocks, die sich über den Planeten verteilen. F für Frö, Frey und Freya. Frö bedeutet Saat, Samen. Frey und Freya sind die ersten beiden Menschen und aus Freys Frö stammen alle Menschen auf dem Planeten. G. Gründ. G ist Eckens Gründ, der Grund oder das Fundament der Eiche. In Rut bedeutet G geben. Ho. Hel. Hel ist das Zentrum von Udenmar. O ist der Fluss. Ho bezieht sich auf den Fluss des Lebens, der von Hel ausgeht. Gesprochen wird das A mit dem Kringel wie O, also Ho. I. Innen. Das kleine I ist der Penis und die Vagina. Jeder hat I. Der Punkt steht für den Nordstern, das Symbol für Wissen. Immer noch ist das kleine I das internationale Symbol für Information, die Formierung, Bildung des inneren Wissens. Yi, Jarlet. Jarlet ist die fünfte Kaste der Varner. Ein Jarl, englisch Earl, ist ein Mitglied dieser Kaste. Der Plural heißt Jarla. Ko, Karlet. Karlet ist die mittlere Kaste der Varner. Ein Karl ist ein Mitglied dieser Kaste und der Plural heißt Karla. L. Lag. Lag ist eine Gruppe von Leuten, ein Bündnis, das gemäß dem Gesetz und der Logik der Natur interagiert. L bedeutet Gesetz und Logik der Natur. M. Mone. Mone bedeutet Mond. N. Nordsternan. Nordsternan ist der Nordstern. Er weist auf Wissen hin. U. Uden. Uden ist ein Ring. Uden ist alles. Uden war immer und Uden wird immer sein. Und Uden ist die Sonne. Udenstrahler, die Sonnenstrahlen, erschaffen alles Leben. Uden hat fünf Aspekte. Uden ist die Sonne, der Blitz, das Feuer, das Sperma und Gold. Diese fünf Aspekte werden in verschiedenen Situationen verwendet, um das gleiche Konzept auszudrücken, das Uden zugrunde liegt. Uden ist das Universum.
P. Pole, Eckenspole, die Erdachse. Wir alle sind geboren von Eckenspole, der Eiche, dem Stammbaum der Menschen. In Deutsch Pol. Q. Quadrat. Das Q ist eine zweidimensionale Darstellung eines dreidimensionalen Konzepts mit einem horizontalen Kreis und einem vertikalen Stock, der einen Schatten wirft, der über den Rand reicht. Q. Dies ist eine Sonnenuhr in Udenmar während der Paradieszeit, als die Sonne immer in der Nähe des Horizonts sichtbar war. Q hat eine weibliche Qualität bezogen auf das Wort Quinna, was Königin oder Lady bedeutet und heute Quinna geschrieben wird. Q symbolisiert die Mathematik, die von der Quinna betrieben wurde. R. Ra. Ra wird häufig mit allen möglichen Energien assoziiert, die von einem Medium zu einem anderen geleitet werden oder von einem Ort zu einem anderen. Ra im Sinne von Strahl ist das vom Mond reflektierte Sonnenlicht. Im menschlichen Körper befindet es sich im Sperma des Mannes und im Saft der Frauen, wodurch das Leben auf der Erde fortgesetzt wird. Ra ist essentiell in dem Fluss des Lebens auf dem Planeten. R hat eine ähnliche Bedeutung wie das englische Wort Air für Luft. Häufig ist es das Medium, durch das Ra reist. S. Sulen. Sulen ist die Sonne. Es ist der erste Aspekt von Uden. T. Tur. T bedeutet Tur, Herzfreund oder Herzfreundin. Das Symbol ist Tours Hammere. Tours Hammer umfasst drei Teile. Die scharfe Seite des Hammers ist Agat af Hammeren, das Ei oder die Kante des Hammers. Der mittlere Teil wird Kolf genannt, aus dem der Stiel austritt. Der dritte Teil ist Huvud af Hammeren, der Kopf des Hammers. Er ist ein Symbol für das Geschlechtsteil des Mannes, das ebenso Eier, einen Kolf und einen Kopf aufweist. Auf der weiblichen Seite ist es die Klitoris. Kli ist gleich Kitzeln. Tur ist das Herz, der sensibelste Teil des Körpers. Und Is ist die innere Sonne. Tur und Tura sind auch einige der Söhne oder Töchter, die Lemminkainen mit einer Disa zeugt. Tur ist der Herzfreund. Diese Herzfreundschaft spielt eine wichtige Rolle im alltäglichen Leben der Heiden. T bedeutet aber auch Tee, der Trank aus Blättern, die in Wasser gekocht werden, wobei die Essenz oder Lebensenergie der Blätter auf den Tee übertragen wird. U. Ursprung. W. Warner. Warner sind die Menschen, die außerhalb von Udenmar leben und Wan sprechen. W. sind Eckenswarner, die zur Familieneiche gehörenden Warner. Hier endet die Liste der Laute, die einen Ring oder Kreis bilden. Außerhalb des Rings gibt es 7 weitere Laute. Ex. Ex steht für alle, die zur Eiche gehören, somit alle lebenden Menschen. X ist ein Symbol für einen Austausch. Ü. Yggdrasil. Die Esche, die wörtlich übersetzt werden könnte mit der Weltenbaum, der Baum der Frauen und der Baum alles Lebendigen. Er ist von höchstem Wert und weiblich. Die Seelen der verstorbenen Mitglieder der Pirouette-Familie werden schließlich zu diesem Baum gebracht. Seta. Seta ist der Blitz zwischen Menschen. O. Das A mit dem Kringel. Ausgesprochen wie das O im Deutschen bedeutet Wasser oder ein Fluss oder Strom. Auch im Französischen bedeutet O Wasser. Und man denke auch an Ozean. Eng. Eng ist eine Wiese mit vielen Blumen. Sie wird mit Saf Machla assoziiert. Ö. Ö bedeutet Insel. Öga ist das Auge.
Ö bedeutet zwar ebenfalls Insel, wird allerdings ausgesprochen wie Ö in Hören. Öra ist das Ohr. Dies sind die Laute des Lautsystems. Gemeinsam bilden sie Alpha und Lasbete, den Reim oder Ramsa des Allvaters. Alle Laute haben einen Begriffsinhalt, von dem die Bedeutungen von Silben, Wörtern, Sätzen usw. abgeleitet werden können. Sie sind die Bausteine der Rootsprache, der ersten Sprache auf dem Planeten. Es ist immer noch relativ leicht zu erkennen, ob eine Sprache von Root oder Wan abgeleitet ist. Werden die Zahlen 11 und 12 als 11 und 12 gezählt, wie im Deutschen, leitet sich die Sprache von Root ab. Werden 11 und 12 wie 10 plus 1 und 10 plus 2 gezählt, wie beispielsweise im Italienischen, liegt Wan zugrunde. In der Geschichte gab es einen Zeitraum, in dem sich die Root-Sprache außerhalb von Udenmar verbreitete und sich die skandinavischen und germanischen Sprachen entwickelten. Dies ereignete sich in einer viel späteren Zeit, auf die in einem anderen Kapitel eingegangen wird. Die Root-Sprache überlebte die Zeitalter und wird heute Finnisch-Schwedisch genannt. Gesprochen wird sie im südlichen Teil von Finnland. Wan überdauerte diese langen Zeiträume in der finnischen Sprache. Die Laute innerhalb des Rings des Alfranasbete erzählen eine Geschichte. I Asernas Burg, Schära di Ekensfrö Gründhel, I Jarlanas Karlanas Lag, Mone Nurtsjana Uden Polen Quadraten Rasultur Ursprungs Warner I. In der modernen Sprache bedeutet dies: In der Aserburg wird der Trank aus der Saat der Eiche, des Stammbaums, weitergegeben, dessen Ursprung in Hel liegt. Nach dem Gesetz des Jarl und Karl, der Mond, der Nordstern, das Universum und der Pol, sind die Größen, die anhand der Mathematik errechnen, inwieweit Ra, die Energie, das Licht der Sonne, das der Mond reflektiert, gemeinsam mit Tur, Liebe, Herz, der Ursprung der Warner sind. Dies bringt uns zurück zum Anfang des Alfarnasbete. Können noch einmal beginnen und auf diese Weise die Wiederholung des Lebens bis in alle Ewigkeit betonen. In der Aserburg wird der Trank aus der Saat der Eiche des Familienbaums geteilt, der seinen Ursprung in Hel hat. Und so weiter. In der Rootsprache verläuft die Bedeutung einer Lautfolge häufig umgekehrt zur gesprochenen Sprache. Anders ausgedrückt, um die Bedeutung des obigen Alfranasbete zu verstehen, können wir es von hinten nach vorne lesen. Der Ursprung der Warner entsteht aus dem herzlichen Zusammenspiel in Klammer Tur, der Sonne, ihrer strahlenden Macht Ra, des Pols von Oden, des Nordsterns und des Mondes. Gemäß dem Gesetz des Jarl und Karl resultieren daraus, dass auf dem Grund von Hel die Saat der Eiche des Stammbaumes getrunken und geteilt wird in der Burg der Aser. Die Rootsprache beinhaltet das Konzept, wie die Himmelskörper und die unterschiedlichen Kasten in der menschlichen Gesellschaft voneinander abhängen bzw. ineinander greifen. Diese Beziehung kann mathematisch berechnet werden. Die wechselseitigen Positionen der Himmelskörper und ihre Bewegungen stehen auch in arithmetischem und symbolischem Verhältnis zueinander, ebenso wie die Struktur einer Gesellschaft, und zwar so, dass sie eine Spiegelung dieser Prinzipien darstellt. Wie oben, so unten. Die Laute des Allvatersbete und ihre Bedeutungen, das Ramsa des Allvaters, all das spiegelt dieses Prinzip auf harmonische Weise wider. Es gibt eine direkte Beziehung zwischen den Himmelskörpern und dem menschlichen Fortpflanzungssystem, das in der Rootsprache enthalten ist. Das Alfranasbete spricht von dem Teilen des Tranks vom Familienbaum nach den Prinzipien der Interaktionen zwischen den Himmelskörpern im Universum. Dadurch schaffen sie ein soziales System, das den Ursprung der Warner darstellt. Dieser Trank ist die Quelle des Lebens und der Weisheit. Mehr Licht auf dieses Thema wirft das Kapitel über den Opferring, in dem das Rad des Lebens erklärt wird. Dieses metaphysische Konzept, das mathematisch in der ursprünglichen Sprache der menschlichen Rasse ausgedrückt wird, ist die der Boxsaga zugrunde liegende Matrix.
Die Tatsache, dass diese Matrix und die Root-Sprache derart miteinander verflochten sind, verleiht der Box-Saga ihre Stärke. Sie stellt sicher, dass die Saga nicht verändert werden kann, ohne weitreichende Disharmonien zu verursachen. Dieser Verflechtung verdankt die Saga zudem, dass sie so viele Generationen an Erzählern überleben konnte. Erst als in unserer Geschichte die Beziehung zwischen Bedeutung und Laut durch die Verwendung der Schriftsprache verloren ging, konnte die Menschheit auch unser gemeinsames Erbe verlieren. Die hier dargelegten Informationen wurden nur innerhalb der Bock-Familie bewahrt und 1984 blieb nur Ior Bock zurück, um dieses Erbe mit der Welt zu teilen. Die zentrale Rolle der Root-Sprache in der Bock-Saga sollte daher nicht unterschätzt werden. Um ihre Bedeutung völlig zu begreifen, muss man jedoch die anderen Kapitel innerhalb der Saga erkunden, die als gesamte Einheit das Realitätsbewusstsein der Menschen während der Paradieszeit beschreiben. Die Geschichten über die späteren erklären in hohem Maße, wie aus der Paradieszeit unsere moderne Welt entstanden ist. Viele der Laute und Bedeutungen der Root- und Wahnsprachen sowie der in prähistorischen Zeiten verwendeten Symbole existieren noch heute, sind aber nicht mehr erkennbar oder begreifbar. Hört man der Saga zu, wird offensichtlich, warum der Sieger einer großen Sportveranstaltung einen Coup, einen Jackpot, erhält oder was der Weihnachtsmann tatsächlich bedeutet, in Klammern Uko. Wir erreichen nicht nur ein besseres Verständnis einiger dieser Bräuche und Glaubensinhalte, sondern erhalten auch eine Gesamtschau unserer Welt, in der plötzlich alles einen Sinn macht. An dieser Stelle eine Mahnung zur Vorsicht. Auch wenn man die Bock-Saga in ihrer Gesamtheit gehört hat und damit die Geschichte der Menschheit, scheint die Welt zwar ein wenig mehr Sinn zu machen, aber dennoch ist es unweigerlich eine bizarre Geschichte. Jeder, der sie gehört hat, stimmt dem zu. Worüber nicht alle übereinstimmen, ist die Frage, ob diese Skurrilität im Kern der Saga selbst liegt oder ob sie darauf zurückzuführen ist, dass wir so weit von der heidnischen Art zu denken abgedriftet sind und deshalb die Bock-Saga als bizarr empfinden. Diese Frage muss sich jeder selbst beantworten. Die Root-Sprache enthielt den göttlichen Plan für die Menschheit. Ein Teil des Planes betraf die Art und Weise, in der man sich im Paradies fortpflanzte. Dies nennen wir die erste Hälfte des Rades des Lebens. Der Teil der Bock-Saga, der über die Paradieszeit spricht, wird als Mythologie klassifiziert. Die folgenden Kapitel beschreiben die Ereignisse, die zum Ende der Paradieszeit führten und fahren mit der Saga in chronologischer Folge fort bis zu der Periode, die als historisch bezeichnet wird und bis in unsere Gegenwart reicht. Die daran anschließenden Kapitel erläutern die zweite Hälfte des Rades des Lebens und sorgen für ein tieferes Verständnis der den Ritualen entsprechenden Symboliken der Heiden während der Paradieszeit. Das letzte Kapitel taucht tiefer ein in die Rolle der Root- und Wahnsprachen in der Bock-Saga.